willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Verzahnungsspiel zwischen Jens Ewald Greiburg und dem ESV Buchlur. Endstand 4:2, Punktestelle 1-1, 2-1 und 1-0. Wir bedanken uns heute bei 778 Zuschauern. Neben mir der Herr Wollhofer. Du wirst aus deiner Sicht zum heutigen Spiel, wie hast du es gesehen und wie du zufrieden warst mit deiner Mannschaft? Ja, als erstes natürlich einen schönen Abend an alle. Ich glaube, das Spiel war klar von beiden Seiten, vor allem sag ich mal, in der Defensive sehr ordentlich. Für uns war es natürlich klar, dass wir vor allem recht kompakt hinten drin spielen müssen und nicht so wahnsinnig viele Torchancen zulassen. Ist uns in diesem Spiel auch deutlich besser gelungen, als die Spiele vorher in der Runde waren. Ich glaube, im Endeffekt war es dann auch über die gesamte Spielzeit so, dass beide Mannschaften das defensiv ganz gut gespielt haben und deswegen auch nicht so wahnsinnig viele so ganz knifflige Torraumszenen waren. Und was dann aufs Tor kam, haben glaube ich beide Torhüter ganz gut gehabt, die waren beide gut drauf. Letztendlich ist es halt so, zum Schluss raus verliert man mit Sicherheit das Spiel, weil man halt dann zum falschen Zeitpunkt Strafzeiten nehmen, ist ein bisschen unglücklich für uns. Ich glaube, wir haben jetzt auch 3 Tore Unterzahl kassiert. In der eigenen Überzahl hat man relativ wenig und waren da auch nicht so gefährlich. Das ist halt dann am Ende zum Schluss raus, macht es einen Unterschied aus. Nichtsdestotrotz, von uns war es mit Sicherheit in der Runde das beste Spiel. Ich glaube, wenn man die Leistung in den vorigen Spielen aufs Eis gebracht hätte, dann hätten wir jetzt hier nicht 0 Punkte. Aber es war halt heute, wie gesagt, für uns ein bisschen unglücklich, weil Greiburg war auch der erwartet starke Gegner für uns. Über die gesamte Spielzeit ist das Ergebnis dann so auch in Ordnung und natürlich Glückwunsch an Greiburg. Danke. Rainer, aus deiner Sicht, wie zufrieden bist du heute? Ja, das Wichtigste sind natürlich die 3 Punkte erst einmal heute. Das Wichtigste waren die 3 Punkte heute und ich glaube, das kann man heute mit dem Arbeitssieg abhaken. Viel mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Wir haben heute nicht die Leistung gebracht wie im letzten Wortspiel, wobei es natürlich Landsberg uns ja auch sehr, sehr schwer gemacht hat, wie der Tobi gesagt hat. Ich habe zwei Landsberger gegeben, ja, wie gesagt, Budur war wirklich defensiv, wirklich sehr, sehr gut gestanden und da haben wir uns schwer getan und dann waren wir zu viele Einzelaktionen einfach gehabt und das war einfach zu zerfahren, das Spiel bei uns, gerade nicht genug und deswegen war es, glaube ich, für die Zuschauer nicht unbedingt der Leckerbissen, aber es kann nicht immer Leckerbissen werden. Wichtig ist, wie gesagt, wichtig waren diese 3 Punkte und wir müssen schon auch deutlich steigern jetzt wieder, dass wir hin wollen, wo wir eigentlich hin wollen, also dass wir hin kommen, wo wir hin wollen. Und mehr gibt es eigentlich jetzt, glaube ich, nicht zu sagen. Wir müssen wieder vorbereiten auf Sonntag. Auf Sonntag. Was denn du dir? Wir brauchen die Punkte auf alle Fälle am Sonntag auch und müssen uns deutlich steigern, dass wir einfach was mit dem Plan spielen, weil heute war es ein bisschen zerfahren und zu viele Einzelaktionen, das haben wir nicht ganz so gut gefallen. Und, aber wie gesagt, wichtig war es uns, dass wir zum Schluss noch zusammengerissen haben, dass wir das die 3 Punkte haben. Ja. Da bin ich erstmal zufrieden. Danke. Ihr habt jetzt, das ist, wie ihr selber gesagt habt, noch die ersten 5 Spiele, wo ich schon dran wurde, sind die damit 0 Punkte. Was sind eure Ziele? Auf wie hart eigentlich auf? Jetzt, was sagst du natürlich, wenn du diese wunderbare Wochenende spielst?
kriegen den gleichen Mittag und Freitag und dann kommt dann auch wieder sowas machen. Jede Woche. Ja, also ich meine, natürlich haben wir, also ich sag mal, der Verein hat natürlich ein Ziel vorgegeben, wir als Mannschaft haben natürlich da schon auch den Ehrgeiz, das haben wir auch vorher gesagt, dass wir in der Runde auch was holen wollen. Wir haben jetzt die erste Hälfte der Runde natürlich denkbar schlecht angeschnitten, weil wir noch keine Punkte geholt haben, aber ich glaube, für irgendwelche finalen Analysen ist es da noch zu früh, wir haben noch 5 Spiele zu machen und dann machen wir die 5 Spiele und wir werden da alles versuchen und wir werden alles reinhauen, was wir haben und dann schauen wir, was am Schluss dabei rauskommt. Letztendlich haben wir natürlich in der Runde wenig zu verlieren, weil oberste Priorität für den Verein war, dass wir die Liga halten und das ist uns natürlich eh schon gelungen auf dem bestmöglichen Weg. Aber wie gesagt, den Ehrgeiz haben wir schon, dass wir da noch was holen wollen und zufrieden ist bei uns keiner damit, dass wir jetzt mit 0 Punkten dastehen. Also ja, und die Runde ist ja mit 10 Spielen eh so kurz, ob du da jetzt Freitag, Sonntag zweimal gegen die gleiche Mannschaft spielst oder ob da jetzt 2 Runden dazwischen sind, das ist dann auch schwieriger. Erfolg. Macht am besten nächste Woche Freitag erst damit an. Dass wir am Sonntag unsere wichtigen Punkte noch holen. Großzügig können wir nicht mehr sein. Wollt nicht großzügig sein. Großzügig geht bei uns schwierig. Ja. Wir werden ganz zufrieden. Hat noch irgendjemand aus dem Publikum eine Frage an einen der beiden Trainer? Nee? Okay, dann wünsche ich euch alle. Ah, der Klaus hat eine Frage, ja. Ich möchte noch Fragen stellen, aber ist egal, probiert auch Taschen. Wie gesagt, ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Wer Lust und Zeit hat, kommt am Sonntag nach Lohe. Macht zum Lustig die Lösung, wie es aussieht. Dann am Freitag spielen wir in Miesbach und nächstes Heimspiel am Sonntag in Aachen. Zur guten Zeit und wird danach Köln. Gegner ist dann Landsberg. Also tschüss, ciao, bitte.